Wir befinden uns hier im kleinen Brandenburg auf dem Gelände einer Richtfunkübertragungsstelle, die in einem Zeitraum bis 1965 errichtet wurde. Das Gelände wurde mit einer Hochspannungssicherungsanlage, einem Elektrozaun, geschützt. 1965 erfolgte die Aufstellung bzw. die Eingliederung in die Richtfunkachse weiterer Übertragungsstellen. Mitte der 70er Jahre wurden die Übertragungsstellen mit neuer Funktechnik ausgerüstet. Die neue Funktechnik konnte bis zu 960 Fernsprechkanäle übertragen. Durch die Leistungssteigerung mussten die Objekte mit neuer Klimatechnik ausgerüstet werden. In den weiteren 70er Jahren wurde die ursprüngliche Schutzklasse E dieser Objekte durch neue Schutzbautechnik erweitert. Erneut wurde auch die Klimatechnik in Form eines splittergeschützten Wärmetauschers außerhalb des Bunkers erneuert. Der einetagige Bunker wurde im Typenbau gebaut und konnte 20 Personen unterbringen. Er verfügte über eine Ruhekapazität von 6 Betten. Mit der Auflösung der NVA wurde die Richtfunkbetriebsstelle von der Bundeswehr bis zum Jahr 1996 weiter betrieben. Mit der Aussonderung aus dem Bestand der Bundeswehr endete die militärische Nutzung.
Thank you.
Thank you.